Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und in diesem Video präsentiere ich euch den Staubsauger-Roboter aus dem Hause Neato. Es handelt sich dabei um das Modell BotVac Connected. Dieser Staubsauger-Roboter ist nicht nur ein simpler Sauger, der den Dreck vom Boden aufnimmt, sondern dieser lässt sich über Smartphone mittels einer Neato-App steuern. Auch alternativ kann man dem Staubsauger über Amazon Alexa entsprechende Befehle geben. In diesem Video möchte ich euch zunächst einmal zeigen, was sich in der Verpackung befindet und dann in weiteren Videos die Funktion mittels der App und Alexa genauer erklären. Hier seht ihr einmal, wie der Staubsauger aussieht. Auch die Erläuterung, dass man den mittels App steuern kann. In diesem Video zeige ich euch zunächst einmal, was sich in der Verpackung befindet. Und in weiteren Videos werde ich euch die Funktion des Staubsaugers dann einmal näher erklären. Wie wir hier sehen, sehen wir zunächst einmal nichts, denn sämtliche Komponenten des Staubsaugers sind abgedeckt. Machen wir zunächst hier einmal diesen kleinen Karton hier auf. Hier vermute ich, dass sich Zubehör, Stromkabel und weiteres darin befindet. So ist es auch. Ich vermute mal, das sind hier entsprechende Filter. Die legen wir einmal an die Seite. Dann haben wir hier noch eine Bürste, die in den Roboter hineinkommt. Dann als Zubehör hier noch ein USB-OTG-Kabel. Dann heben wir das Ganze hier einmal an. So, dies ist dann die Ladestation des Saugers, auf die er dann zurückfährt, wenn er sich dann aufladen möchte. Die sieht dann so aus, schwarz, hochglänzend. Auf der Rückseite nehmen wir hier einmal den Beutel raus. Haben wir hier an der Seite die Stromkabelzufuhr. Auch sehr schön gelöst mittels Kabelkanal, dass man sich das dann hier verkürzen kann und nicht ein längeres Kabel im Raum rumstehen hat. Dann haben wir hier Magnetband für Teppiche. Das kann man unter Teppichen dann hinlegen. Und dann weiß der Staubsauger, dass er dann nicht über den Teppich fahren soll oder auch gewisse andere Bereiche abgrenzen, sodass er dann in seinem eigenen Bereich bleibt. So, dann haben wir hier ein Stromkabel für Großbritannien und dann können wir den Karton auch schon an die Seite nehmen. Das nehmen wir auch einmal weg. So, dann kommen wir hier zum eigentlichen Staubsauger. Hier haben wir zunächst einmal das deutsche Stromkabel. Eine umfangreiche Gebrauchsanleitung, das sieht man auch nicht mehr häufig. Dann können wir hier den Staubsauger einmal rausnehmen. Das ist der Kasten, wo der Staubsauger dann den Schmutz hineinbläst. Auch mit Filter, sodass man das dann abmachen und entleeren kann. Von unten sieht er dann so aus. Wie ihr hier sehen könnt, und schauen wir uns noch einmal kurz die Mechanik an. Der kann auch über sehr hohe Hindernisse drüber fahren, weil er einen sehr langen Federweg hat. Ist auch wirklich gut gelöst. Vielleicht muss man hier schauen, weil er doch relativ hoch ist, ob er da unter jedes Sofa fahren kann oder ob da die Höhe vielleicht nicht doch etwas zu hoch ist. So, das soll es jetzt mit dem Unboxing des Neato BotVac Connected Staubsauger-Roboters gewesen sein. Seid gespannt auf die weiteren Videos und den Testbericht. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, Fragen unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.